das Land für den Rettungsdienst, insbesondere im ländlichen Raum, zukunftsfest machen. Dafür erprobt Sachsen-Anhalt neue innovative Modelle. Eines davon ist der sogenannte Telenotarzt. Ein Notfallsanitäter soll damit eine notärztliche Leitung für einen Notarzt am Einsatzort übernehmen. Seit Anfang Oktober wird der Telenotarzt in den Landkreisen Mansfeld-Südharz und Saalekreis sowie in der Stadt Halle getestet. Innenministerin Dr. Tamara Tsichang betonte, dass es das Ziel sei, mit dem Telenotarzt die rettungsdienstliche Versorgung von Patienten zu verbessern. Das innovative Modellprojekt soll bewusst städtische und vor allem auch ländlich geprägte Rettungsdienstbereiche abdecken. Die daraus gewonnenen Erfahrungen sollen helfen, den Rettungsdienst weiter zu optimieren. Der Telenotarzt unterstützt aus einer Leitstelle das nichtärztliche Rettungspersonal, insbesondere den Notfallsanitäter, in Einsätzen. Die unterstützende Hilfe des Telenotarztes erfolgt sofort nach dessen telefonischer Alarmierung. Eine gesonderte Anfahrtzeit entfällt. Die wertvollen personellen Ressourcen im Rettungsdienst könnten so optimiert eingesetzt werden. Trotzdem, soweit das persönliche ärztliche Handeln vor Ort nötig ist, kommt ein Arzt. Das Pilotprojekt ist für 2 Jahre mit Verlängerungsoption ausgelegt. In den 3 Rettungsdienstbereichen versorgen 52 Rettungswagen und 10 Notarzteinsatzfahrzeuge fast 560.000 Einwohner. Bereits im Jahr 2023 wurden im Landkreis Wittenberg und im Burgenlandkreis sogenannte Gemeindenotfallsanitäter zugelassen. Die Genehmigung gilt bis zum 30. Juni 2025 mit der Option einer einjährigen Verlängerung. Der Gemeindenotfallsanitäter ist künftig bei Notfällen zu alarmieren, bei denen PatientInnen einer dringenden medizinischen Versorgung bedürfen, aber ein Transport ins Krankenhaus nicht zwingend notwendig erscheint. Ziel ist es herauszufinden, ob der Gemeindenotfallsanitäter den Rettungsdienst sinnvoll ergänzen kann. Das könnte perspektivisch den Rettungsdienst verkürzen sowie die Notaufnahmen und Fachabteilungen in den Krankenhäusern entlasten.